One, two, three, four. Ich grüße euch. Ich zeige euch heute einen Dumbo-Rhythmus, einen Rhythmus, der zum Dumbo mit dazugehört. Und ihr habt schon gemerkt, das ist ein ziemlich einfacher Rhythmus. Also es sind wenig Schläge, aber knackig und zackig gespielt. Mitten im Klatschen drinne, mit oder ohne, das könntest du dir aussuchen. Ich mach's gerne mit Klatschen. Und zwar, ich spiele euch den nochmal eben vor. 3, 4. Also es beginnt mit der Haupthand auf der Höhe. Nebenhand Bass, Haupthand Bass. Danach folgt erstmal die drei Schläge. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Alright. Die nächsten Schläge, wir sind im Bass gelandet. Höhe, Haupthand. Nebenhandhöhe, Haupthandhöhe, Nebenhandbass, Haupthandbass. Insgesamt ist es dann so. 3, 4. 3, 4. Es ist bei diesem Rhythmus wichtig, dass du die Punkte, wo der Rhythmus einsetzt, wo die Schläge sind, dass du die genau spielst, damit das Knackige, Zackige kommt. Da, di, di, da, da, di, di, da, di, di, da, da, di, di, da, di, di, da, da, di, di, da, di, di, da, da, di, di. Okay, ich mach's nochmal für euch. Ich mach's nochmal ein bisschen langsamer, dass ihr das nochmal mitspielt. One, two, three. Alright, das ist schon der ganze Rhythmus. Übt den mal und den kombiniert ihr dann bitte mal mit, meinetwegen mit dem Pferd, mit dem Afro-Pferd, ja, findet ihr auch in meinen Playlisten. Afrikanisches Pferd oder mit Dumbo oder mit der Wippe oder mit irgendwelchen Rhythmen, die ihr halt so gerne mögt, ja. Wir haben den gestern im Kurs hier mit dem Pferd kombiniert und das kommt super cool rüber. Auch mit dem Klatschen, dann habe ich dazu noch ein bisschen gesungen. Das kommt ziemlich gut, ja. Ich werde jetzt zum Schluss des Videos den Rhythmus nochmal spielen für euch. Ein paar Variationen reinmachen. Vielleicht. Und ja, damit verabschiede ich mich und wünsche euch einen guten Start in euren Tag oder einen schönen Tag weiterhin. Hier ist Ingo Gutmann und los geht's. One, two.